Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 76 und dem absolut überhaupt. Oh mein Gott, ich habe nur noch 10 Stimpaks. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt schaffen soll, tatsächlich. Weil ich immer noch gar nicht weiß. Also, ich habe jetzt mal geguckt. Sensorwarnung. Anomalie entdeckt. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss eigentlich. Ich habe wirklich keine Ahnung. Okay. Also ich weiß wirklich legit nicht, wie ich an den Code komme. Ich habe nachgeguckt. Aber es ist echt, es ist nicht einfach. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh. Bitte gib mir doch mehr Stimpaks. Gib mir doch bitte mehr Stimpaks. Vor allem die Sachen sind einfach respawn, nachdem ich geguckt habe, was ich dann machen muss. Na toll. Das hilft mir jetzt natürlich super gut. Ich versuch's mal zu ignorieren. Weil ich habe echt nichts mehr dabei. Nee. Oh. Oh, 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 oh. Warte mal. Also das könnte mir jetzt tatsächlich den Arsch retten. Wenn ich einfach das ein bisschen geschickter mache. Oh, warte mal. So vielleicht. Aber ich habe noch die richtige Waffe, richtig? Ja, gut. Ich brauche dringend Stimpaks. Ganz dringend. Überwachungsstationsterminal. Kann ich da irgendwie... Mainstream. Nein, Mainstream. Definitely. Okay, wartet. Nochmal. Inhibitors. Gar nichts. Inhibitors. Okay. Geschützturmsteuerung. Hallo? Hallo? Deaktivieren. Okay, das ist schon mal was Gutes. Weg jetzt. Leitende Ingenieursteuerung. Einheit abschalten. Robotersteuerungssystem. Okay, alles weg. So. Okay. Ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie
irgendwie hinbekomme. Leitender Ingenieur. Warte mal, habe ich den nicht abgeschaltet? Können wir noch mal? Einheit aktivieren. Zieleinschränkung aufheben. Keine Ahnung. Das geht schon, oder? Du tust mir ja nichts, oder? Hinterhalt! Hinterhalt! Defensiv! Na, Prost, Mahlzeit. Wir sind tot. Wir sind sowas von tot. Sag mal, ich kann hier nirgendwo laufen. Habe ich das nicht aufgehoben? Oh, ich hasse alles gerade. Melden Sie verdächtige Aktivitäten umgehend dem Sicherheitspersonal. Das war falsch. Bewegung in Umgebung entdeckt. Greife erneut. Nee, nicht mit deinem Strahl, du Arsch. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Hier weiß ich wirklich noch nicht so ganz, wie das klappen soll. Klar, hast du so eine Reichweite. Oh mein Gott, ich bin tot. Oh mein Gott. Ja, und das mit Recht. Hilfe, ich komme nicht weg. Klar, wie viele denn noch? Okay, Leute. Das wird so nix. Also ich brauche erstmal brauche ich wieder Rüstung. Erstmal brauche ich wirklich wieder Rüstung. Das wird lustig. Und damit meine ich echt überhaupt gar nicht lustig. Okay. Schwierig. Sehr, sehr schwierig. Du hast den Verräter also gefunden. Hast du... Vor allem bin ich mir halt immer noch nicht sicher. Also es gab ein Wort, das eigentlich laut dem Typen, wo ich das geguckt habe, hätte sein müssen, also da sein müssen. Das Problem ist, bei mir war da nichts. Wisst ihr? Vielleicht sollte ich echt mal Drogen nehmen. Die Leute sollten Qualitätswaffen mehr schätzen. Die wissen gar nicht, was sie an mir haben. Gib mir das alles mal bitte, ja. Dankeschön. Ich habe ja noch ein paar Stimpacks. Also, daran wird es hoffentlich nicht scheitern. Ich nehme mal Fleisch und Bohnen mit. Einfach nur, damit ich irgendwas zu essen habe. Also, eins weiter. Stärke außer Wahrnehmung. Plus 40 maximale Gesundheit. Ja.
Steady O. Nahkampfschaden, 100 Schadensresistenz. Das ist auch nicht schlecht. Ich würde die mal mitnehmen. Ja. Und Stimpaks, bitte. Ich nehme einfach alle mit. Ich nehme das auch mit. Und jetzt gucke ich einfach. Ich habe nichts mehr. Ich packe das alles weg, okay? Ich mache mir komplett neue Rüstung. Aber komplett. Herstellen. Ich mache mir mal ein komplett neues Set. Ja, das. Dann. Warte, Rucksack kann ich nicht neu, oder? Nee. Gut. Okay, linker Arm. Nein, nicht eins. Linker Arm. Linkes Bein. Rechter Arm. So. Rechtes Bein. Okay. Modden. Das da. Okay. Umgürtet. Taschen. Linker Arm. Behandelt. Versteift. Gekocht. Maßgeschneidert. Leichtbau. Das, versteift, definitiv. Gekocht. Ja, Leichtbau. Nehmen wir Aktionspunkte und Nahkampfschaden. Oh, das wird lustig. Das wird sehr lustig. Ich überlege gerade wirklich, ob ich eine Power Armor mitnehme. Ich guck nur mal, was es heißen würde für mich, ja? Was haben wir da? Boah, das nervt mich so, dass man das nicht lesen kann. Ist das das rechte Bein? Ich meine, das ist ja alles besser als nichts, nicht wahr? Wir müssen aufpassen, dass unsere linke Seite dann nicht verletzt wird, weil ich glaube, wir haben nichts außer rechts. Fallensteller. Das zählt auch dann nur halb als Powerrüstung, ne? Also ich bin ja, also da muss man jetzt sagen... Wie sieht denn jetzt aus? Da muss man ja dazu sagen, ich habe ja jetzt gar nicht, also so richtig eine Power Armor an dann. Ich muss jetzt nur noch mal. Kannst du dir bitte was anziehen? Wie läufst du denn rum da? Du, also. Eieiei. Abbrechen.
So, das habe ich einmal verbessert. Und vielleicht sollte ich jetzt mal kurz eine neue Waffe mitnehmen. Eine bessere Waffe. Eine schönere Waffe. Bogen kann ich nicht. Gaussgewehr. Was hast du vorrätig, Rev? Wieso? Du vergeudest doch immer bloß meine Zeit. Ich bin überladen, das weiß und ich. Machst vielleicht was kaputt. Hey, ich weiß, dass du das Zeug. Aber wenn ich jetzt. Achso. Aber warte mal, uns fehlt ja jetzt. Das ist nun mal alles Schrott. Fusionskern. Der sieht gut aus. Dann nehmen wir noch so einen mit. Kann ich da einfach so dann... Achso, ja, Fusionskern macht sie einfach rein, gut. Warte. Ja, keine Ahnung, betreten. Wie? Oh, das habe ich... Oh, Mann, das kann ich auch nicht tragen. Toll, und wofür habe ich das jetzt an? Naja, gut. Ich habe halt nicht so richtig mehr Platz für irgendwas. Aber ist schon in Ordnung. Ich versuch's jetzt mal, ja? Nee, das ist falsch. Dahin. Ich bin mir nicht so sicher, Leute. Ich bin mir wirklich nicht so sicher. Ob das jemals funktioniert, keine Ahnung. So. Ich wollte eigentlich eine schöne Waffe mitnehmen, nicht wahr? Naja. Gucken wir mal. Ich habe nur 2 von 6 Teilen dabei. Sehr gut. Ich bin mir sehr sicher, dass das alles überhaupt jetzt viel, viel einfacher sein wird. Naja, wenigstens haben wir wieder Stimpaks. Externe Kommunikation offline. Yo. Dann gucken wir doch mal. Vor allem habe ich ja jetzt trotzdem immer noch nicht. Also. Den Schlüsselcode. Lass mich in Ruhe. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Warte mal. Hilfsmittel. Radex. Kann ich nicht, also kann ich nicht tragen. Entschuldigung. Überraschender Kontakt. Das macht ja gar keinen Schaden. Oh. Aua, ich hänge. Wir haben es mit einem Kampfroboter der Aggressotron-Klasse zu tun. Ihr Tod ist Opfer. Also. Thank you.
Scheitern programmiert. Mein Rad. Ich hab ein Rad ab. Also ich bräuchte irgendwie, dass sein Kopf mal weg ist. Was tut das? Ah, es explodiert. Ja, dann ist ja okay. Oh. Okay, und jetzt? Was war das? Kann ich mir jetzt den Strahlenanzug anziehen? Oh ja, Gott sei Dank. Oh. Besser. Was muss ich hier jetzt machen? Sensorwarnung. Anomalie entdeckt. Greife Feind an. Warte mal kurz. Alle Systeme normal. Tango, Oscar, Delta. Warte mal kurz. Aua, nein. Oh, ich hasse alles wirklich. Oh, ich hasse alles so sehr. Oh. Aber ich habe Rüstung an, ja? Natürlich habe ich keine Rüstung an. Schaden durch Menschen. Das ist nicht so wichtig. Das ist ja kein Wunder, dass ich dann umfall wie eine Fliege. Ich wusste nicht, dass das sofort ausgezogen wird und dann. Also, beziehungsweise, dass es nicht wieder angezogen wird, wusste ich nicht. Ich kann nicht rennen, warum? Also, ich bin überladen. Noch mal eine Plasmagranate. Und ganz ehrlich, das Gaussgewehr schmeiß ich mal weg. Das ist ja so ein Schwachsinn. Okay. Ja, warum? Die zieht sich immer aus. Ich weiß auch nicht, was mit der ist. Wer will in den Hintern getreten werden? Da du der Welt offenbar einen Gefallen tun und dich umlegen lassen willst, übernehme ich das gern für dich. Das ist okay. Mit dir habe ich nicht so ein Problem. So, Hilfsmittel. Okay. Tunnel der Sicherheitsstation. Ich würde halt so gern diese Aggressotrons wegmachen. Retrieve. Oh. Protectron. Einheiten aktivieren. Persönlichkeitsmodus auswählen. Erste Hilfe. Vielleicht sind sie dann netter. Ich darf noch träumen, oder? Türfernsteuerung öffnen.
Max Lock. Geschützturmsteuerung. Okay. Es überlegt sich noch. Ach, keine Ahnung. Ja, weg. Obwohl, warte mal. Wenn ich Zieleinschränkungen wegnehme. Wenn ich Zieleinschränkungen wegnehme, greift es dann auch. Danke, dass ich nichts machen kann in der Zeit. Danke. Gott. Hallo, ich will hier raus. Oh. Warum ist das Spiel so buggy? Es könnte so Spaß machen, wenn es nicht so buggy wäre. Hier machen. Oh, süß. Jangles. Warte. Aggressotron-Kopf. Aha. Das ist eine Waffe, ja. Dann schmeiß ich das mal weg. Warte mal, Aggressotron-Kopf. Warte, nee, das ist voll gut. Bestimmt. Ich esse jetzt einmal was weg, damit das weg ist. Ich würde es auch gleich mal versuchen. Greife auf. Alle Systeme normal. Warte mal. Gefechtslage festgetreten. Gott, ich hasse alles. Hilfsmittel. Okay, wartet mal. Ich muss hier mal ganz schnell raus. Und zwar ganz schnell raus. Ich nehme jetzt einfach so. Und so. Oh. Das ist halt so strange, dass ich entweder das eine oder das andere machen kann. Aber gut. Gibt es jetzt noch mehr Aggressotrons? Okay, jetzt verstehe ich auch, wie der funktioniert. Ich habe wirklich keine Ahnung, wo ich gerade hin muss. Und also wo ich irgendwas... Reaktorsteuerungsterminal. Das klingt doch erstmal gut. Reaktor abschalten. Der Reaktor ist nun außer Betrieb. Fordere Sicherheitskontrolle für Wartungsvorgang an. Sicherheitsvorfall im Reaktorbereich. Was machen wir hier jetzt?
Ich meine, ich habe überlegt, ob man da reparieren kann, aber ich konnte nicht. Oh. Ah, jetzt kann ich. Okay, klar. Hier pfeift's. Holst du mir was? Feindliches. Ich hänge. Legen Sie Ihre Waffen nieder und stellen Sie sich den Behörden. Sag mal, Junge! Ich bleib bei denen. Gut, die sind fast durch. Wo zischt's? Ach, da oben? Hier zischt's. Dort drüben zischt's. Zusätzliche Sicherheit erforderlich. Also was mich ein bisschen stört ist, dass ich hier keine Anzeige habe, wo denn genau noch kaputte Sachen sind. Sicherheitsteams zum Sektor Beta. Das ist ein bisschen das, was mich gerade stört. Und ich bin ganz ehrlich, wenn ich das jetzt nicht bald schaffe, dann... Also, habe ich keine Lust mehr. So, ich musste das mit den Schlüsselkarten-Dings nochmal machen. Und ich habe jetzt auch rausgefunden, mein Problem ist, der Anzug macht die ganze Rüstung weg. Das heißt, es ist kein Wunder, dass ich sterbe instant. Weil ich halt einfach null Rüstung habe. Das Problem ist jetzt halt einfach nur... Sie haben es mit einem Kampfroboter der Aggressor-Tron-Klasse zu tun. Ihr Tron ist unvermeidbar. Dass ich halt jetzt eine Menge Rad bekomme. Keine Ahnung, wie ich das anders machen soll. Ich versuch's jetzt einfach mal auf Biegen und Brechen. Einfach mal so Geronimo. Wisst ihr? Ich muss jetzt halt nochmal neu, alles neu machen, weil ich halt neue Redaway, Radex und so gebraucht habe. Ich meine, der Vorteil ist, ich werde geheilt dadurch. Ich weiß auch ungefähr, was ich machen muss, weil ich das ja schon mal versucht habe gerade. Sensorwarnung. Anomalie entdeckt. Yo. Yo, das ist nicht gut so. Ich muss hier mal ein bisschen raus. Ja, wie gesagt, es ist schön, dass ich geheilt werde. Aber es ist dann doch ein bisschen viel Red. Nein, der Kopf ist für den Kopf. Oh oh. Oh oh. Okay, gut. Ich nehme mal ein Stimpack nebenbei. Oh mein Gott, hast du mich erschreckt? Ich hoffe, dass wir nach all dem keine Frage. Was ist mit dir jetzt?
Was wolltest du jetzt? Also ich bin ganz ehrlich, es kann sein, dass ich es abbreche. Also ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Und ja. Das, ne? Weil es ist gerade für mich tatsächlich unmachbar. Reaktor abschalten. Abschaltung durchgeführt. Nicht autorisierte Abschaltung festgestellt. Leite Sicherheitsmaßnahmen ein. Sicherheitsvorfall im Reaktorbereich. Es kann natürlich sein, dass es irgendwie... Wer will in den Hintern getreten werden? ...helfen könnte. Gleich die US Army kennen. Irgendwas zu machen davor. Die Frage ist, funktioniert das jetzt alles, wie es soll? Hier ist noch irgendwas. Achtung, dies ist jetzt eine Gefechtszone. Ich will keine Gefechtszone. Wenn Sie in diesem Gebiet bleiben. Ersatzsicherheitspersonal. Ich versuch's doch. Warnung. Eine Minute bis zum automatischen System Neustart. Ich versuch's doch. Dass hier auch kein Fortschritt ist, ist so echt ein bisschen frustrierend. Habe ich alles? Ich glaube, ich habe alles, oder? Eine Minute. Ich habe keine Zeit für dich. Tut mir leid. Okay, wir gehen den Außenweg. Ich glaube, ich habe alles, oder? Hallo, mach mal. Zusätzliche Sicherheit erforderlich. Wie soll ich das denn lesen in der Zeit? Jetzt mal ganz ehrlich. Langsam werde ich wütend. Sie würden mich nicht... Leite automatisches System Neustart ein. Hier wäre es gewesen. Warnung. Mehrere Ausfälle entdeckt. Ja. Zusätzliche Reparaturen erforderlich. Wo zischt es? Hä? Warnung. Wo denn? Eine Minute bis zum automatischen System Neustart. Das ist zu. Sag mir, dass es nicht schon wieder buggy ist. Weil es ist halt eindeutig das da. Es ist eindeutig das, was zischt, aber es ist zu. Oh nein. So, dann hoffen wir, dass das jetzt funktioniert. Ansonsten... Ne? Betrieb. Fordere Sicherheitskontrolle für Wartungsvorgang. Stufe 2 Sicherheitsereignis im Gange. Es gibt nichts Schöneres als
So, reicht jetzt, ja? Und jetzt habe ich wieder den Waffenbug. Sehr gut. Töten. Töten. Reicht jetzt, ja? Ruhe. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Okay, jetzt zischelt nichts mehr. Wo zischelt denn da was? Dauerersatzsicherheitspersonal. Ah. Hier hinten. Warnung. Eine Minute bis zum automatischen System Neustart. Ja, bitte beruhige dich. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das alles war. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo noch. Also ich höre auch kein Zischen mehr. Und ich war jetzt ja wirklich in jeder Ecke. Feindliches Ziel identifiziert. Ziel identifiziert. Sicherheitsvorfall im Reaktorbereich. Geben Sie sich zu erkennen. Einrichtung automatischen System Neustart. Neustart durchgeführt. Reaktorsystemintegrität wiederhergestellt. Beende Sicherheitsabriegelung. Oh, wirklich? Öffne Schotttüren. Bitte halten Sie die Türen. Wirklich? Frei. Das war nur das letzte Ding, das gefehlt hat. Oh. Wo sind denn die Schotttüren? Ist es das oder ist das drüben gewesen? Was ist da drüben? Was sind denn die Schotttüren? Entschuldigung? Was sind die Schotttüren? Ich dachte, das wären die da. Ich dachte, das wären die, aber was sind denn die Schotttüren? Mach keine Schoten, kenne ich. Ist das hier? Das sieht gut aus, glaube ich, oder? 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 What? Nicht autorisierte Personen in Betriebszentrale entdeckt. Zentralrechner-Sicherheitsprotokoll Omega 12 an das gesamte Personal. Verteidigen Sie den Zentralrechner und sichern Sie den Bereich. Den Zentralrechner. Integrität bei 100%. Dauerersatzsicherheitspersonal. Wer hat sich das denn ausgedacht? Das ja, also, hä? Wo ist denn, also... Ich sehe ja nicht mal, wo irgendwas ist. Wo ist denn der Zentralrechner? Zentralrechner Zugangsterminal, okay. Stelle nun zusätzliche Sicherheitsarbeiten her. Schutzraumsteuerung deaktivieren.
den Zentralrechner, die Rechnerkerne sind äußerst leistungsstark, jedoch auch anfällig für Beschädigung und Ausbrennung. Ersatzkerne befinden sich im Vorratslager. Ihr seid so witzig, Leute. Bist du der Zentralrechner? Montiere Verstärkungen. Nicht identifizierter Eindringling entdeckt. Beginne Suche. Suche, ich stehe direkt vor dir. Oh, hallo. Ausschwärmen, Leute. Ich will diesen Ort hier durchkämpft haben. Und das muss ich jetzt einfach machen, ja? Stufe 3 Sicherheitsereignis. Zentralrechnerintegrität bei 75%. Ah ja. Und das muss ich jetzt alles so finden. Ohne dass mir das angezeigt wird, wo ich hin muss, ja? Sagst du? Und wenn ich das nicht schaffe, muss ich das alles nochmal machen, ja? Sagst du? Descendants. Also. Können wir nochmal bitte? Ich habe jetzt keine Zeit dafür. Devastation. Zusätzliche Sicherheit erforderlich. Lobotomized. Geschütze und Steuerung. Deaktivieren. Hallo? Betriebsleitersteuerung. Einheit abschalten. Okay. Ich brauche mehr Zentralrechner-Dinger. Wer soll denn da? Also, wie soll man denn da drauf kommen, dass man das machen muss? Sicherheitsteams zum Sektor Gamma. Also, ich meine, ich sehe das. Also, ich sehe ja nicht mal, wie viele noch übrig sind. Das ist irgendwie ein kleines Problem. Für mich. Wenn ich ehrlich bin. Zentralrechnerintegrität bei 50%. Okay, ich habe schon mal die Hälfte gemacht. Sehr gut. Frage ist halt, wo ist die andere Hälfte, nicht wahr? Oh Gott, Aggressor-Tron. Anomalie entdeckt. Kontakt. Sicherheitsteams zur Betriebszentrale. Greife Feind an. Ich habe mich mal kurz gedopt. Ich bin gedopt und ich stehe dazu. Ich musste es tun. Keiner macht den Drogen. Sicherheitsteams zur Betriebszentrale. Zentralrechnerintegrität bei 25%. Sag mal, Sir, Ma'am, Sir. Ja, Stimpak.
das mit einem Kampf. Ersatzsicherheitspersonal. Oh mein Gott. Ich kann es nicht mehr. Was hilft mir das jetzt? Fights. Betriebsbegleitersteuerung. Einheit aktivieren. Nein, 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 das machen wir nicht. Zum Aktivieren bin ich hier nicht da. Natürlich kommen neue Gegner. Natürlich, was auch sonst. Montiere Verstärkungen. Mhm. Dann montiert ihr mal. Okay, hier sind noch welche. Ich mach alles kaputt. Also alles, was ich gerade sehe, meine ich. Also mein Problem ist gerade, wo Nähern ist denn... Sie sich und geben Sie sich zu erkennen. Rechtschaffenden Bürger wird kein Leid bleiben. Na, das Dingsbums, da wo die roten Striemen waren, wo ich nicht durch durfte. Töten. Wo ist denn das hin? Das wäre meine Frage. War das hier? Ich glaube ja, ja. Sieht gut aus. Oh mein Gott, ernsthaft? Ey, wirklich, also das ist doch jetzt einfach nur noch, also Schikane. Keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Und am Ende habe ich den Code nicht. Aber ich, also wenn ich das wirklich daran, also dann cheat ich, ist mir egal. Entschuldigung. Also dann cheat ich nicht, sondern also dann gucken wir ein Video an. Weil also das wird mir langsam also zu doof. Das mache ich nicht nochmal. Also ich bin eh fast leer. Ich habe einfach nichts mehr. Deswegen, also... Weil ich habe ja mal in einem Video gerade nachgeguckt gehabt, damit ich einfach so ungefähr weiß, was ich eigentlich machen muss. Wie gesagt, mir fehlen irgendwelche Sachen. Aber keine Ahnung, was genau.
Oh mein Gott, ernsthaft jetzt? Ich brauche dringend Essen. Jo. Darf ich hier... Entschuldigung, kommst du jetzt mal da durch? Ich kann hier nichts machen. So, darf ich jetzt einmal kurz erzählen? Nur kurz. Also, der Typ hat gesagt, man sollte mehr Atomraketen-Code-Karten haben. Habe ich nicht. Dann sollte eigentlich da unten was stehen. Tut es nicht. Sag mal, wie lebst du denn noch? Dann wäre das tatsächlich der Weg gewesen, wie man die Codes rausfindet, dass da an der Seite irgendwas hätte stehen müssen, was es nicht tat, weil das also irgendwie doppelt dechiffriert ist der Code, chiffriert ist der Code und man das irgendwie damit dechiffrieren hätte müssen, nämlich keine Ahnung. Bewegung in Umgebung entdeckt. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatzbereich. Greife Feind an. Oh, komm schon ernsthaft. Ich habe keine Lust mehr auf noch einen Aggressotron. Ihr seid doch echt nicht mehr lustig, Leute. Wo? Komm her, du Kackviech. Also erstmal du. Und wo ist jetzt der Kack-Aggressotron? Nicht mehr. Wirklich, mir reicht. Und jetzt? Ich habe nicht mal eine Ahnung. Also, und es wird bei mir hier angezeigt, ne? Keine Ahnung. Sobald ich raus bin, ist es nicht mehr hier angezeigt. Ich bin einfach verwirrt. Oh. Invaded. Da sehe ich mich. Ups, da wollte ich nicht hin. Also, das hätte eh nicht geklappt. Robotersteuerung. Oh mein Gott. Weg. Ey. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich überhaupt bin. Da. Melden Sie verdächtige Aktivitäten umgehend dem Sicherheitspersonal. Ich bin noch gar nicht, also verdächtig, oder? Oder? Hinterhalt! Ah.
Boah, geht der mir auf den Piss. Ja, Junge. Boah, es wäre so viel leichter, wenn ich nicht mit Controller spielen müsste. Aber hey. Nicht wahr? Hey. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung mehr, was ich gerade mache. Sprich mit Skippy? Was? Ich bin den ganzen Weg hier hingelaufen, um... Willst du mich verarschen? Ich bin einmal... Was? Ich hab keine Ahnung, wo ich eigentlich gerade noch bin. Aber pff, du, ne? Hier hinten ist noch. Das geht nicht. Das geht nicht, warum geht das nicht? Warnung. Warnung. Nicht autorisierte Änderungen am Zentralrechner der Anlage entdeckt. Sicherheitsteams zum Lagerbereich. Ich wiederhole. Sicherheitsteams zum Lagerbereich. Sicherheitsvorfall im Lagerbereich. Oh nein. Euer Ernst? Wieder einmal ein ruhmreicher Tag in der US Army. Ist das jemand, der von dir in den Hintern getreten werden muss? Jeder weitere Widerstand. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt schaffen soll. Also jetzt mal ohne Mist, keine Ahnung. Sensorwarnung. Anomalie entdeckt. Aggressotron-Beherrscher. Euer Ernst? Also. Sie hätten mich auf Liebe und Vergebung programmieren können, aber nein. Montiere Verstärkungen. Nee, hör doch jetzt mal auf mit deinen Kackverstärkungen. Was ist los, du armseliges Weichei? Wirst du müde? Okay, keine Ahnung, wartet mal. Wartet mal, wo bin ich denn jetzt? Wo ist denn... Ist das hier? Stellen nun zusätzliche Sicherheitseinheiten her. Nee, mach mal nicht jetzt, wart doch mal kurz, bitte. Ich wirklich, also... Ich bin am Meckern, ich weiß. Ich höre es selbst. Versuchen Sie nicht zu fliehen. Aber, was ich wirklich sagen muss, das ist so null durchdacht gerade. So, du musst doch erstmal gucken dürfen, was du eigentlich machst.
Aber du hast halt in der Zeit, also null Zeit, irgendwie auch nur einmal kurz nachgucken zu dürfen. So. Muss jetzt wirklich warten. Sie könnten weglaufen. Ich versuche schließlich, sie zu töten. Lassen Sie sich von der verführerischen Stimme nicht täuschen. Ich bin eine Tötungsmaschine. Sie inspirieren mich, tödliche Gewalt einzusetzen. Nähern Sie sich und geben Sie sich zu. Also, was ich gerade gesehen habe. Rechtschaffenen Bürgern wird kein Leid geschehen. Ich müsste eigentlich was reparieren. Und. Ne? Bewegung in Umgebung entdeckt. Möglicherweise getarnte Einheit im Einsatzbereich. Oh nein, einfach nur. Oh mein Gott, ich mach alle. Oh mein Gott, ist das jetzt wirklich. Sensoren zusätzliche Ressourcen zu. Feind wird entdeckt und eliminiert. Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Wo bin ich denn gerade? Ich muss wieder da zurück. Ich muss wieder zurück. Ey, wer wirklich? Das ist ja schrecklich. Dauerersatzsicherheitspersonal. Darf ich jetzt? Tür öffnen. Sicherheitsvorfall beigelegt. Kampfbereitschaft aufgehoben. Ey. Wirklich, wer... Nee. Nee. Nie wieder. Und hier jetzt hin. Kontrollraum aktiv. Alle Stationen, bitte warten. Beginnen Sie sich zum Startkontrollterminal, um die Startvorbereitungssequenz einzuleiten. Führe nach. Wer hat jetzt eigentlich gerade Zeit zuzuhören, was also die Stimme sagt? Kampfroboter der Aggressotron-Klasse am unbekannten Eindringling. Zeigen Sie sich unverzüglich. Tötungsmaschine. Ich muss jetzt kurz mal was gucken, ja? Das funktioniert bei mir nicht. Keine Ahnung, was ich eingeben soll. Fehler. System nicht verfügbar. Startvorbereitung erforderlich. Was? Fehler. System nicht verfügbar. Startvorbereitung erforderlich. Scan entdeckt Lebewesen. Alarmstufe. Gut. Ich würde jetzt tatsächlich aufgeben. Gemeinsam gucken wir jetzt einfach an, was der andere macht. So, wir gucken jetzt einfach, ja?
So. 15 Kerne ein. Nun benutzt ihr auch das Terminal, klickt auf Fortfahren, dann auf Sicherheitstürsteuerung und anschließend logischerweise auf Tür öffnen. Da waren wir gerade. So, die Tür öffnet nun. Ihr könnt wieder in so einen Tunnel rein, geht dann links und dann in so eine Art Raum quasi. Hier, von Gegenphase. Silo. Hm. Yes. Ihr geht da durch und dann direkt links. Und dann eine Treppe hoch und dort ist auch so ein Vorraum, beziehungsweise der Vorraum zum eigentlichen Kontrollraum, wo ihr dann wirklich eine Atombombe abfeuert. Ich empfehle euch wieder, im Kontrollraum alle Gegner zu eliminieren. Habt ihr die nun alle gekillt, geht ihr auf so eine Art Balkon hoch und dort steht auch so ein Terminal. Das ist das Start-Kontroll-Terminal und das sollt ihr natürlich benutzen und dann die Startvorbereitung einleiten zu können. Dafür klickt ihr einfach auf die Option Startvorbereitung einleiten und nun werden der Reihe nach friedliche Roboter spawnen. Die müsst ihr halt beschützen und diese Roboter führen halt notwendige Arbeiten aus, um halt eben ja, das Silo irgendwie zu sichern und halt eben die Atombombe bzw. dessen Start vorzubereiten. Nach und nach spawnen halt immer mehr von diesen Robotern, das heißt, ihr müsst so um die 5-6 Stück beschützen. Also es kann sein, dass ich die Mission hätte anklicken können, aber wer kommt denn darauf? Also ja, ich weiß, ich kann mir die Kommentare schon richtig gut vorstellen. Und dass ich selbst schuld bin und wie man das hätte besser machen. Ich weiß es. Ich weiß genau, wie die Kommentare aussehen. Und ganz ehrlich, dann spielt selbst. Ich finde einfach wirklich dieses Quest-Design von dieser Quest unterirdisch. Also wirklich absolut unterirdisch, weil es einfach nicht machbar ist. Außer du, keine Ahnung, du bist absolut krass gelevelt oder sonst was. Oder weiß genau, was du tun musst. Und wenn die halt eben fertig gearbeitet haben, dann ist die Startvorbereitung abgeschlossen. Es wird alles richtig krass dunkel, also richtig episch. Und dann müsst ihr euch halt zur Launch Area begeben. Die befindet sich ja unter diesem Balkon quasi, also das ist eigentlich nicht zu übersehen. Da geht ihr hin und dann könnt ihr auch schon die Atombombe zünden. Also Schritt Nummer 1, ihr schmeißt die Atomraketenschlüsselkarte in den Behälter links rein. Habt ihr das gemacht, ist Schritt Nummer 2 den Startcode eingeben. So, ihr habt ja jetzt eure Startcodes, ich hatte ja 3, also musste ich da einmal durchprobieren. Mein erster war falsch, okay, da musste ich halt wieder eine neue Atomraketenschlüsselkarte einwerfen. Und deshalb ist es auch so vom Vorteil, wenn man mehr Atomraketenschlüsselkarten hat als Codes. Jedenfalls macht ihr das so lange, bis ihr halt den richtigen Code getroffen habt. Habt ihr nun den richtigen Code? Ich zeige euch das dann hier, Codeabschnitte. Nee, Startcode-Entschlüsseln. Das gucken wir danach auch noch schön an. Geht ihr nach der Codeingabe halt zu dem Zielcomputer, der sich in der Mitte befindet. Ihr sollt nun als optionalen Punkt quasi den Reststandort Prime auswählen. Und der befindet sich auch genau unten links in Cranberry Bog und dort auch wieder unten links. Genau, einmal auswählen, draufklicken und dann auf die Option Start bestätigen klicken. Die Atomrakete startet nun. Jeder Spieler auf der Map bekommt eine Nachricht, dass ihr die Atombombe gestartet habt. Und genau. Deswegen somit die Atombombe. Habt ihr die Quest, ich bin der Tod, auch abgeschlossen. Wenn ihr die Hauptquest nun komplett beenden wollt, geht ihr zu Rissstandort Prime. Einfach eine Schnellreise hin machen oder sonst wie hingehen. Dort könnt ihr euch zum einen erstmal euer schönes Feuerwerk angucken und zum anderen spawnt auch die fette Brandbestienkönigin, ne? Das ist so gesehen der Endboss von den ganzen Endbossen. Ja, klar. Die müsst ihr töten und dann habt ihr es geschafft. Aber die zu töten dauert auch echt ziemlich lange, weil die ist ja legendär, die kann sich einmal regenerieren. Außerdem hält die unglaublich viel aus, das dauert schon so um die 30 bis 45 Minuten, auch wenn man da zu 8 oder zu 9 oder zu 10 ist. Auf jeden Fall droppt ihr was Legendäres, also da könnt ihr euch schon mal drüber freuen. Cool. Habt ihr die nun wirklich getötet, so habt ihr die Hauptquest zu 100% abgeschlossen. Ihr habt Appalachia gerettet, jeder kann nun in Frieden leben und machen und tun, was er will. Genau, somit ist jetzt die Hauptquest abgeschlossen und natürlich auch die, das Video. Ich habe insgesamt 40 Seiten im Word-Dokument mit Stichpunkten geschrieben. 26 PowerPoint-Präsentationsfolien, also steckt in dieser ganzen Serie viel, viel, viel Aufwand. Ey, ganz ehrlich? Also, hier Gegenphase, ne? Danke für dein Video. Das würde ich nie erreichen, aber danke. Ich hätte viel früher aufgeben sollen. Ich trottel, wirklich. Ey, ganz ehrlich, hätte ich mich da durchgequält, stundenlang, und dann hätte ich diese Brandbestie. Nee. Also hier hätten die diese Codes stehen müssen. Dann müsste dann ist der Chevrier-Schlüssel noch nicht fertig, weil der baut sich Tag für Tag auf. Also das sind Real-Life-Tage. Wir müssen mal gucken, an einem Tag, wenn da halt nur ein paar Buchstaben sind, dann müsst ihr an einem weiteren Tag gucken, ob der halt sich
Bin ich bescheuert? Aufgebaut habt. Bei mir stand einfach nur ein Orange in Progress. Bin ich bescheuert? Als ob ich da jetzt Real-Life-Tage warte. Was, wer bin ich denn? Wenn er nämlich vollständig ist, dann steht da Complete oben drüber. Seid ihr nun an dem Punkt angelangt, den Schlüsselcodes. Der Schritt Nummer 1 besteht sind unsere Codes, darin, genau. Erstmal die Codeabschnitte aufzuschreiben, so genau. Steht 6i2 K9. Ja, das haben wir. Alphabet erstellt. Und das ist also das Wort, was da stand, bei diesen, wo bei mir in Progress stand. Das ist das Geheimtextalphabet. Ihr schreibt und am besten auch in Großbuchstaben in diesem Chiffrierschlüssel vorhanden sind. Ja. Und genau diese Buchstaben streicht ihr quasi aus dem recht normalen Alphabet raus. Ganz wichtig, es müssen dann insgesamt, wenn ihr die Buchstaben rausgestrichen habt, müssen das wieder 26 Buchstaben sein. Nachdem ihr das halt gemacht habt, schreibt ihr alle vorhandenen Buchstaben auf. Also den Chiffrierschlüssel mit natürlich, das ist jetzt quasi die neue Anordnung. Also ihr schreibt den Chiffrieralphabet bzw. euer kryptisches Alphabet erstellt. Um jetzt das Klartext-Alphabet zu erstellen. Ist das Y nicht durchgestrichen? A, B, B. Okay, das glaube ich ein Fehler, richtig? Das hat mich gerade verwirrt. Ich dachte, ich hätte es verstanden, aber wenn das kein Fehler ist, dann habe ich es nicht verstanden. Dann müsst ihr eigentlich nur das stinknormale Alphabet da drunter schreiben, also wirklich 1:1 unter dem gerade erstellten kryptischen Alphabet. Und fertig. Die Startcodes können nun entschlüsselt werden. Das ist jetzt auch Schritt Nummer 4, also ihr sollt Codeabschnitt für Codeabschnitt durchgehen und halt die Codeabschnitte entschlüsseln. Das funktioniert auch ganz einfach, also ihr nehmt euch jetzt einen Codeabschnitt, in meinem Falle A9, und dann gucke ich, wo ist der Buchstabe des Codeabschnitts im kryptischen Alphabet? Ja, okay, A befindet sich da an 5. Stelle, ne? Unter der 5. Stelle ist quasi, beziehungsweise im kryptischen Alphabet, ist genau darunter ein E. Also wird aus A9 E9. Also ihr guckt, wo ist der Buchstabe des verschlüsselten Codeabschnitts im kryptischen Alphabet, also das rote. Und guckt 9. Ja, das haben wir, ja. A6, C1 und I6. So, das sind meine entschlüsselten Codeabschnitte. Und jetzt müsst ihr aber auch wirklich darauf aufpassen, dass die Zahl halt mitkommt. Also wenn ihr jetzt einen Codeabschnitt entschlüsselt, schreibt sie an. Ja, das kommt dann raus. Dann hat er das in dieses genau Wordfinder blabla reingegeben. Und diese kleine Lupe. Und dann das noch, Leute. Dann das noch. Und dann muss man das in die richtige Reihenfolge machen. Und ich denke mir einfach nur so, was da fuhr. Ich habe jetzt hier Embarrassing, Creaming und Germanic rausbekommen. Und da habe ich halt eben das zum Beispiel. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich aufgegeben habe. Ich bin wirklich froh, dass ich aufgegeben habe. Hier nochmal Gegenphase. Dankeschön, dass ich das jetzt gerade genutzt habe. Und Leute, ganz ehrlich, das war's für mich. Also von mir, für mich auch, von Fallout 76. Ich gehe mit gespaltenen Gefühlen und sehr viel geschundenen Nerven. Hallo Kommentare. In den Ruhestand von Fallout 76. Ich bin sozusagen gefalloutet. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Let's Play oder zum nächsten Stream. Vielen Dank fürs Zusehen. Tüdelü.